Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Mittwochsvideo. Heute habe ich einen weiteren 3-Ball-Trick für euch, der ziemlich einfach ist. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Was muss man jetzt können? Also man sollte einmal mit 3 Bällen spielen können. Werde ich euch hier oben verlinken, das Video, wenn ihr das noch nicht könnt. Dann die Säulen mit 2 Bällen. Sollte man natürlich auch können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch hier oben verlinken. Und wie fängt man an mit dem Trick? Also, ihr habt sicherlich schon gesehen, dass 2 Bälle immer an der gleichen Seite bleiben und der dritte Ball, sagen wir mal der gelbe, wechselt die Seite. Passt nochmal auf, ich zeige euch den Trick nochmal, ihr werdet das gleich auch merken. Das heißt, ihr fangt mit der Hand, in der ihr 2 Bälle habt, an und werft den ersten Ball einmal hoch und danach den zweiten Ball auf die andere Seite. Das heißt so. Dann könnt ihr den gleich mal fangen. Das ist so die Vorübung. Und dann könnt ihr mit der anderen Hand anfangen. Also hoch, Seitenwechsel. Hoch, Seitenwechsel. Hoch, Seitenwechsel. Und das müsst ihr dann nur noch in eine fließende Bewegung bringen, das heißt ohne Pausen, dann ist der ganze Trick eigentlich schon geschafft. Das Ganze sieht dann so aus. Hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel, hoch, Seitenwechsel. Das war auch schon der ganze Trick. Wenn ihr ihn noch nicht ganz verstanden habt, werde ich euch ihn jetzt nochmal in der Zeitlupe einblenden. Und wenn ihr ihn jetzt immer noch nicht verstanden habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, dann werde ich euch auf jeden Fall weiterhelfen und antworten. Dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.